Hallo, mein Name ist Gamero und herzlich willkommen zurück zum FIFA 17 Karrieremodus mit dem BVB. Heute spielen wir gegen Wolfsburg und wir sehen schon an der Tabelle, der zweite spielt gegen den vierten. Wolfsburg auf dem vierten Platz hat 31 Spiele bisher, also 32. Spieltag ist ja jetzt aktuell und hat noch die Chance, tatsächlich sich für die Champions League zu qualifizieren und es sieht sehr, sehr gut aus. Wenn ich so richtig rechne, 8 Punkte haben sie Vorsprung vor Gladbach, das heißt, wenn sie ja zumindest ein Unentschieden erreichen würden, dann würden sie sogar schon am 32. Spieltag, also gegen uns, sich für die Champions League qualifizieren. Gladbach hat gar keine Chance mehr, sich zu qualifizieren und ich denke mal, das sollte für Wolfsburg das Ziel sein. Für uns ist das Ziel, ja, wir sehen es an der Tabelle, die Bayern haben gewonnen am 32. Spieltag. Das heißt, wir müssen nachlegen, wir müssen auf jeden Fall gewinnen, damit die Bayern nicht von uns wegziehen. Es wird auf jeden Fall noch ein richtig hartes Duell gegen die Bayern, was die Meisterschaft betrifft. Und ich glaube, wir müssen da wirklich Gas geben. Wir müssen auf jeden Fall jedes Spiel irgendwie in irgendeiner Form gewinnen, damit wir da überhaupt eine Chance haben. So, wir gucken uns die Mannschaft an. Wir spielen als nächstes nach dieser Folge, in der nächsten Folge also, wir spielen mal wieder gegen Manchester City im Rückspiel der Champions League. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall unsere erste Mannschaft so gut es geht schon. Deswegen spielen wir heute mal wieder mit der zweiten Mannschaft, mit Horn, Durm und so weiter. Ja, Horn ist sowieso auch in der ersten Mannschaft, aber Christensen, Riedewald in der Innenverteidigung und so weiter und so fort. Also ja, das ist halt wieder so ein kleines Abschenken in der Bundesliga, damit die Champions League gut durchgesetzt wird. Aber ich denke trotzdem, die Mannschaft ist gut genug, um heute zu gewinnen. Wir schauen einfach mal ins Spiel und gucken, was passiert. Herzlich willkommen in Dortmund, herzlich willkommen im Signal Iduna Park zum Bundesliga-Spieltag. Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg. Der 32. Spieltag ist da und ja, wir sind immer noch auf Meisterschaftskurs. Wir müssen allerdings heute unbedingt gewinnen, ansonsten wird es schwer, gegen die Bayern zu bestehen in der Meisterschaft. Wir haben noch das bessere Torverhältnis, das sehen wir jetzt gleich vielleicht genau. Wir haben immer noch das bessere Torverhältnis, 4 Tore Unterschied zu den Bayern. Das ist und könnte der Vorteil sein gegenüber den Bayern. Wir müssen einfach nur den Bayern, ja, die Bayern nachmachen sozusagen mit einem Sieg. Und hier sehen wir es auch schon, treffsicherste Vereine. Wir sind einfach offensiv sehr stark im Vergleich zu den Bayern. Allerdings sind wir defensiv schlechter als die Bayern. Das ist auch sehr interessant, sonst wäre es ja nicht diese 4-Tore-Differenz aktuell, wenn wir schon irgendwie 28 Tore oder 18 Tore mehr geschossen haben als die Bayern. Tja, so kann es gehen. Auf jeden Fall müssen wir heute loslegen. Wir müssen heute alles in die Waagschale werfen und definitiv gewinnen. Und das soll diese Startelf bewerkstelligen. Mit Timo Horn im Tor, mit Durm, Christensen, Riedewald, Piszczek, Dahoud, Dendonka, Brandt, Pulisic, Schürrle und Emre Mor vorne im Sturm. Emre Mor ist einer unserer treffsichersten Stürmer aktuell in dieser Saison. Deswegen mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Auch die anderen Jungs hinter Emre Mor sind natürlich hier stark genug, um Wolfsburg zu bändigen, die Wölfe zu bändigen. Und hier sehen wir auch Ricardo Rodriguez, spielt noch für Wolfsburg, der wird nächstes Jahr zu uns wechseln. Aber ich glaube, das ist auch eine tolle Verpflichtung. Und hier ist der VfL Wolfsburg mit Castells, Rodriguez, Bruma, Knoche, Tresch, Gustavo, Gilavogi, Caligiuri, Arnold. Ja, ich weiß nicht, die zwei anderen weiß ich gerade nicht. Smolov, glaube ich, und rechts weiß ich leider gerade überhaupt nicht. Bruma? Bruma? Nee, Bruma kann nicht sein. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wer rechts spielt bei Wolfsburg. Ich habe es leider verpasst. Aber ist auch egal, wir werden es auf jeden Fall früh genug rausfinden. Und wir werden wahrscheinlich von ihm, gerade von ihm, weil er jetzt sauer ist, überrannt. So wird es nämlich aussehen. Und wir haben Anstoß. Los geht's in die Partie, in die so wichtige Partie im Endstadium der Bundesliga. Die letzten Spiele sind da. 32. Spieltag. Danach haben wir noch 2 Spiele. Hey, hey, hey. Also wir müssen auf jeden Fall was zeigen. Wir müssen auf jeden Fall richtig Gas geben. Wir müssen gewinnen. Und wieder der BVB über Pulisic. Sehr schöner Ball, sehr schön weitergelegt. Mohr legt auch weiter auf Schürrle, aber der Ball wird geklärt. Und jetzt kann Wolfsburg schnell angreifen über Arnold, über Mané. Ah, Mané haben sie. Jetzt weiß ich's. Mané. Das ist der Stuttgarter Mané sozusagen. Es ist nicht Sadio Mané von Liverpool, sondern der andere. Wieder Angriff für Borussia Dortmund über Pulisic. Pulisic jetzt vielleicht mit einem langen Ball und der war super. Mohr nimmt ihn auch perfekt mit. Mohr muss es jetzt machen. Mohr macht es. Emre Mohr mit dem 1:0 in der 18. Minute. Das war ein richtig starker Ball von Pulisic in den Lauf von Emre Mohr. Also besser kann man einen Ball gar nicht vorlegen auf Emre Mohr. Der setzt sich vorne durch, schießt und trifft. Wie
am Schnürchen. Wahnsinn, schönes Ding, 8. Minute und das ist doch schon mal ja, das erste richtig, richtig schöne Zeichen, was wir jetzt als Borussia Dortmund gesetzt haben. Gegen den 4., gegen Wolfsburg. Und die müssen sich jetzt natürlich ja, nochmal pushen. Die brauchen mindestens ein Unentschieden, damit sie safe in der Champions League sind. Mit einer besseren Platzierung würden sie sogar noch direkt qualifiziert werden, bräuchten nicht die Playoffs spielen. Aber das müssen wir abwarten, was sie hier so leisten. Aber ich denke trotzdem, dass wir auf jeden Fall mit diesem Tor schon mal einen riesen Vorteil haben. Und erstmal gezeigt haben, dass wir auch in der Anfangsphase richtig überzeugen können. Ja, Ricardo Rodriguez ist einer unserer Neuen sozusagen, wird ablösefrei von Wolfsburg verpflichtet für nächstes Jahr. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ist auch ein guter Spieler, definitiv. Genauso wie Alexandre Lacazette, der auch zu uns wechseln wird nächstes Jahr. Ich glaube, das ist ein Zeichen. Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Gucken wir mal, was daraus wird. Ja, die kommt rein, aber Dendonka hat da leichtes Spiel, passt aber trotzdem zu einem Wolfsburger. Und wieder Mané, der im Moment sehr auffällig ist. Das ist natürlich das Problem, wenn man ihn vergisst. Ne? Da zeigt er sich ganz besonders. Luis Gustavo auf Trash und Gilavogi, sehr schön auf Smolov. Und da ist Arnold und der macht das 1-1. Heieieiei. Also da waren chaotische Zustände bei uns in der Abwehr. Smolov mit dem Schuss, der Schuss wurde quasi zum Pass auf Arnold und der macht das Ding ganz locker rein. Timo Horn versucht nur alles irgendwie zu klären, aber hat er letztendlich nicht mehr geschafft und schon steht es wieder 1-1. Ja, viele Tore erwarten uns anscheinend in diesem Spiel. Jeder Angriff irgendwie ein Treffer. Ich habe keine Ahnung, was hier passieren soll. Und da ist irgendwer verletzt von uns. Ich hoffe nichts Wildes. Ich hoffe, er steht gleich wieder auf. Smolov. Das war schön von Smolov und es sieht so aus. Pulisic scheint wohl schlimmer verletzt zu sein. Das ist natürlich eine ganz große Katastrophe. Wir werden Carrasco jetzt reinnehmen. Carrasco kann auch RM, glaube ich. Ja, kann er. Dann werden wir ihn dafür einsetzen. Das ist natürlich richtig bitter. Gerade Pulisic, dem ich vermehrt eigentlich nochmal eine Chance geben wollte, sich hier in die Mannschaft zu spielen. Ha, ärgerlich. Das ist richtig, richtig ärgerlich. Und der nächste Angriff für Dortmund. Jetzt diesmal mit Carrasco. Pulisic hat sich eigentlich ausgezeichnet im ganzen Spiel. Hat richtig, richtig gut gespielt. Ja, so ist es bitter. Aber das war ein schöner Ball von Schürrle auf Mohr. Mohr kann es jetzt wieder machen. Mohr macht es. Da ist das schnelle Tor von Emre Mohr. 2-1 Borussia Dortmund gegen Wolfsburg. Sehr, sehr stark gespielt von Schürrle. Warum Mohr da so extrem frei steht, das wissen nur die Wolfsburger wahrscheinlich. Also so frei darf man einen Emre Mohr nicht stehen lassen. Das ist ja ganz, ganz übel. Und Schürrle freut sich mit Emre Mohr. Und schon ist alles wieder ausgeglichen. Schon ist alles wieder so wie vor dem Gegentor. Besser ist auf jeden Fall. Also 28 Minuten gespielt. Dortmund schafft es irgendwie, jeden Angriff reinzumachen. Genauso wie es Wolfsburg schafft. Nur, dass wir jetzt einen Angriff mehr hatten. Schürrle. Schön gespielt auf Brandt. Der sollte eigentlich zum Mohr, glaube ich. Ah. Und Brum erklärt. Aber weiterhin Borussia Dortmund. Da hat Dendonka sehr schön aufgepasst. Carrasco. Wieder so ein guter Ball auf Emre Mohr. Aber der verspringt ihn. Schade. Wäre aber sowieso abseits gewesen. Von daher alles in Ordnung. Aber das war schon mal ein schöner Spielzug wieder. Rüber auf Gilavogi. Oh. Und da geht Dendonka voll rein. Ja, das muss eigentlich eine gelbe Karte geben. Ja, es gibt keine gelbe Karte, es gibt nur eine Ermahnung vom Schiedsrichter. Ja, da ist er ein bisschen zu übereifrig reingegangen in Gilavogi. Der Schiedsrichter, ja, sieht es dann noch relativ fair, sagte, okay, ich ermahne dich lieber, alles gut. Und das war wieder ein schöner Ball. Schöner Ball, Schürrle extrem gut freigelaufen und jetzt muss er es wieder machen und das ist das Ding. 3-1 für Borussia Dortmund, also das läuft ja wie am Schnürchen. Das läuft ja wirklich wie am Schnürchen schon wieder. So ein Lobball. So ein Lobpass auf ja, den freilaufenden Stürmer. Wie es eben auch schon die ganze Zeit bei Emre Mohr gewesen ist. Da passen die Wolfsburger überhaupt nicht auf und kommen dann nicht schnell genug hinterher. Dresch zu langsam, Knoche zu langsam, alle zu langsam. Und schon steht es 3-1. Und das ist ja wirklich mal eine solide Führung jetzt. Da kann Wolfsburg jetzt auch angreifen, wie sie wollen. Das wird alles ja, glaube ich, relativ schwierig, das wieder auszugleichen. Smolov, sehr schöner Ball.
auf Mané. Mané setzt den Ball weiter und Arnold. Wow, das wäre es wieder gewesen. Normalerweise, ich habe ja die ganze Zeit gesagt, jeder Schuss ein Treffer hier im Spiel. Das wäre es jetzt eigentlich gewesen. Arnold trifft ihn nicht sauber, aber hatte auf jeden Fall die gute Möglichkeit, hier das 3:2 zu machen. Und ich habe den eigentlich schon drin gesehen. Also als der Ball abgeprallt ist, dachte ich mir schon so, fuck, okay, das wird auf jeden Fall eine enge Kiste. Rodriguez, sehr schöner Ball auf Caligiuri. Luis Gustavo, schön weitergelegt. Und Luis Gustavo ist jetzt frei und der macht auch das Ding nicht. Uiuiui. Also da muss die Effizienz vor dem Tor besser werden von Wolfsburg, damit sie hier weiterhin eine Chance haben. Luis Gustavo mit dem Schuss. Ja, das ist schon eindeutig am Tor vorbei gewesen. Glück für Borussia Dortmund, dass es hier nicht schon 3:2 oder 3:3 steht. Also Wolfsburg hatte auf jeden Fall die Chancen dafür. Und wieder die nächste, aber das war's. Die erste Halbzeit ist vorbei. 3:1 die Führung für den BVB. Unterm Strich denke ich, okay, wir haben wirklich jedes Ding reingemacht. Jede Torchance haben wir reingemacht. Wolfsburg eigentlich auch erst, aber dann die letzten zwei, um dann wirklich den Ausgleich reinzumachen, haben sie nicht genutzt. Und deswegen steht es 3:1. Es hätte auch gut und gerne schon 3:3 stehen können, definitiv. Die Chancen dafür hatte Wolfsburg auf jeden Fall. Aber bisher sieht es ganz gut aus. Ja, und der einzige Knackpunkt ist natürlich leider, dass Pulisic verletzt ist. Und Yannick Gerhardt kommt für Luis Gustavo rein. Der soll wahrscheinlich dann noch ein bisschen offensiver agieren für die Wölfe im Vergleich zu Luis Gustavo. Ah, schlechter Ball von Moa. Ricardo Rodriguez hat da richtig aufgepasst. Und Gerhardt, da zeigt er mal seine Offensivkraft und setzt sich durch. Er setzt sich durch und der Schuss, aber Horn ist da. Horn gegen seinen ehemaligen Mitstreiter Yannick Gerhardt. Ja, das nächste Spiel also Champions League. Manchester City wartet auf uns im Rückspiel der Champions League. Das wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Match. Das wird ein sehr hartes Match. Das erste Spiel ging 1:1 aus. Und der nächste Angriff für Wolfsburg über Ricardo Rodriguez. Der baldige neue Dortmunder. Schöne Flanke. Wow, die war echt nicht schlecht. Und jetzt Caligiuri mit dem Ball. Aber Riedewald kann den Ball noch abfälschen zur Ecke. Das war auch wieder eine große Chance für Wolfsburg. Und da fackelt Caligiuri nicht lange. Der nächste Ex-Dortmunder Nuri Sahin kommt rein für Gilavogi. Also ich würde sagen, auch da ein Tick offensiver. Die Schaltzentrale im Mittelfeld. Nuri Sahin ist jetzt bei den Wölfen unterwegs. Und mal gucken, was die Schaltzentrale da so leisten will. Und oh, Bruma gegen Piszczek. Das war gar nicht so uneng. Das war mal ein krasser Angriff von Schürrle. Und jetzt der Versuch für die Wölfe. Und das ist Smolov. Aber der war im Abseits. Da hätte vielleicht, ich weiß nicht, wer da in der Mitte war. Ich glaube, Sahin hätte da vielleicht selber draufziehen müssen. Nee, Sahin war es nicht. Keine Ahnung, wer das da in der Mitte war. Aber der hätte selber draufziehen müssen. Der hätte selber draufziehen müssen und dann wäre es eine Riesenchance gewesen. So war es dann nur ein laues Lüftchen. 63 Minuten gespielt und es ist ja schwieriger geworden, gegen Wolfsburg zu spielen. Die Umstellung in der zweiten oder in der Halbzeitpause haben anscheinend bei den Wölfen gewirkt. Und wir kommen nicht mehr so vors Tor, wie wir in der ersten Halbzeit vors Tor gekommen sind. Und ja, da wieder der nächste Versuch über die Ecke. Aber das war leider nichts. Die Wölfe werden auf jeden Fall stärker. Die wollen auf jeden Fall noch. Die wollen hier gewinnen. Aber ob das was wird, ich weiß es nicht. Und, oh nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich dachte, ich krieg so den Ball. Nein. Christensen mit dem Foul. Und es gibt Elfmeter. Es gibt Elfmeter. Gelbe Karte noch für Christensen. Absolut nachvollziehbar, definitiv. Ah, da habe ich mich ein bisschen verschätzt. Ich dachte, ich könnte so den Ball noch kriegen. Naja, da ärgern wir uns natürlich zu Recht. Ganz klare Sache. Ricardo Rodriguez geht jetzt auch raus. Marco Wittwer kommt jetzt rein. Ich hoffe nicht, dass das der Wechsel für den Elfmeter ist, dass Wittwer jetzt schießt. Nein, Smolov schießt. Smolov gegen Timo Horn im Elfmeter. Links springe ich. Und rechts geht der Ball rein. 3:2. Es wird nochmal eng. Es wird hier nochmal eng im Spiel. Und das durch einen ziemlichen Patzer von Christensen. Ärgerlich. Wenn wir das hier aus der Hand geben sollten, wird das sehr, 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 sehr ärgerlich sein. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Wir müssen aufpassen, vielleicht nochmal stärker werden als in den letzten Minuten. Ja, durch die Verletzung von Pulisic sind wir tatsächlich ein bisschen schlechter geworden. Pulisic war der Spieler,
des Spiels bisher. Und jetzt Mané versucht, den Ball weiterzukriegen. Riedewald, uiuiui. Komische Abwehrleistung da oder Kopfballabwehr. Aber hat doch nochmal funktioniert. So, nächster Angriff über Erik Durm. Durm, Spiel zurück über Dahoud. Brandt, sehr schön auf Carrasco. Dendonka hat jetzt ein bisschen Raum, spielt weiter. Piszczek, oh, schlechter Ball von Piszczek. Also wir kriegen vorne nichts mehr auf die Kette. Wir kriegen nichts mehr auf die Kette, deswegen denke ich mal, dass wir auf jeden Fall wechseln sollten. Brandt geht raus. Dafür werden wir jetzt mal, lalalala, ich weiß es nicht, Carrasco vielleicht mal runterziehen, Mohr nach rechts und vielleicht doch nochmal Horn reinnehmen. Dendonka würde ich sagen, nehmen wir raus, dafür kann Gündogan die letzten Minuten mal spielen. Tja, schwierig. Ich glaube, die Wechsel sind in Ordnung. So, die letzten 10 Minuten sind angebrochen hier im Spiel. Wir müssen nochmal Gas geben. Wir müssen vielleicht nochmal das Tor machen. Ein Tor wäre super. Ansonsten müssen wir die ganze Zeit hier zittern. Und das Zittern ist berechtigt. Hoi. Mohr verliert den Ball. Das darf er so nicht machen. Wittwer. Rüber auf den linken Flügel. Und die Flanke. Wow. Aus dem Fußgelenk so eine Flanke zu zaubern, das ist gar nicht so schlecht. Und Schürrle verliert den Ball. Arnold. Das wird immer gefährlich mit Arnold. Aber Bruma. Heieiei. Also Wolfsburg wird stärker. Jetzt wissen wir auch, warum sie auf dem 4. Platz sind. Ich dachte eigentlich in der ersten Hälfte so, what the fuck, da war ja RB Leipzig besser. Aber jetzt zeigen sie mal was. Jetzt zeigen sie mal, was sie können. Und jetzt haben wir mal den Angriff. Über Schürrle. Super raus. Auf Horn. Horn. Gut auf Dahoud. Dahoud macht das 4:2 und damit ist alles safe. Damit ist alles sicher. Richtig stark gespielt von unserer Einwechslung. Sebastian Horn, richtig guter Pass. Tödlicher Pass. Dahoud stand genau frei vom Tor. Hervorragend gespielt von unseren Jungs. Damit dürfte auf jeden Fall der Sieg absolut klar sein. 4:2 für den BVB. Und damit wieder die Rückkehr auf den Tabellenplatz Nummer 1. So, dann warten wir mal die letzten Minuten ab. 88 Minuten sind gespielt. Heieieiei. Es wird nicht mehr spannend, denke ich. Also Wolfsburg dürfte jetzt eigentlich eingesehen haben, dass sie jetzt keine Chance mehr haben, dass es hier kein Unentschieden mehr gibt. Aber das hätten sie sich eigentlich verdient, dieses Unentschieden, die Wölfe. Haben zuletzt sehr gut gespielt. Und oh, Durm. Wird Durm nochmal zum Kopfballheld hier, oder was? Und Schürrle setzt sich hervorragend durch. Das war richtig stark. Schürrle jetzt weitergelegt auf Horn. Horn hat jetzt richtig Platz und verliert den Ball. Das war sehr stark gemacht von Sahin. Und jetzt vielleicht nochmal der letzte Angriff für die Wölfe. Da muss irgendwer hin. Da muss doch Bruba. Und das war's. Das Spiel ist zu Ende. Der BVB gewinnt hier 4:2. Und am Ende muss man tatsächlich sagen, wären wir in der ersten Hälfte nicht so stark gewesen, dann wäre das hier ein richtig enges Match geworden. Also die zweite Hälfte hat schon gezeigt, was die Wölfe tatsächlich drauf haben. Da haben sie anscheinend Umstellungen gemacht, da haben sie ja nochmal Anschiss in der Halbzeitpause gekriegt und dann haben sie richtig Gas gegeben. Und das war schon sehr beachtlich, wie Wolfsburg da gespielt hat. Ich denke mal, ein Unentschieden hätte mich nicht gewundert, ehrlich gesagt. Hätte mich nicht gewundert. Aber letztendlich haben wir dann doch noch das entscheidende 4:2 gemacht. Wenn wir das nicht gemacht hätten, dann wäre es hier wahrscheinlich ganz anders ausgegangen. Und ich denke mal, ja, ihr seht schon, 4 Schüsse aufs Tor, 4 Tore. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und ja, wir haben wirklich alles reingemacht. Also die Effizienz heute, die Effektivität war extrem krass. Und die hat uns ehrlich gesagt auch gerettet. Wären die Wölfe ähnlich effektiv gewesen, das wäre auf jeden Fall ein Sieg für Wolfsburg oder ein Unentschieden geworden. Krasser Shit auf jeden Fall. So, ich denke mal, wir trainieren auf jeden Fall nochmal. Horn, Bonbon, Süle, da sind alle vor der Steigerung. Ich denke mal, das lohnt sich, wenn wir jetzt nochmal Gas geben hier. Mal gucken, ob sich wer steigert. Ja, Bonbon hat sich auf die 80 gesteigert, der Torwart. Wow. Also das ist, der entwickelt sich so stark, das ist richtig, richtig krass. Ich bin sehr gespannt, was der in der nächsten Saison so liefert. Ich glaube fast, dass der sich da in die Reichweite von Timo Horn irgendwie stibitzen kann. Das wäre echt krank. Und wir müssen noch gucken, was Pulisic macht, wie lange er verletzt ist. Er wird für 3 Monate ausfallen, für 3 Monate Pulisic verletzt. Richtig bittere Geschichte. Aber letztendlich, ja, die Saison ist sowieso bald vorbei. Das ist nochmal das Glückliche für uns.
Aber in der entscheidenden Phase werden wir nicht mehr auf ihn zählen können. Das ist natürlich eine bittere Erkenntnis für uns. Und das dann auch noch gegen Manchester City, wo wir ihn hätten vielleicht auflaufen lassen können. Tja, so kann es natürlich gehen. So sollte es natürlich nicht gehen. Aber tja, wir müssen jetzt damit leben. Und ich würde sagen, ja, die erste Mannschaft ist auf jeden Fall fit genug, denke ich, für das Spiel gegen Manchester City. Das wird es in der nächsten Folge geben. Halbfinale Manchester City gegen Dortmund in Manchester. Es wird eine sehr harte Kiste. 1-1 haben wir zuletzt gespielt. Hey, alles entscheidet sich in der nächsten Folge. Das ist das wirklich Interessante an dieser Folge. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Diese Folge ist damit beendet. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht es gut und ciao. Just let me home. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me out. Fuck all that shit, just let me go.